Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Investment Talk. Heute geht es um vier Karten aus dem Set Fists of the Gadget und welche Karten es sich handelt und inwiefern sie für ein Investment interessant oder auch nicht interessant bzw. zukunftstauglich sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um vier Karten aus Fists of the Gadget, um ein Quartett, um genau zu sein. Und zwar geht es um die neuen Anlehnungen, sag ich mal, an den herbeigerufenen Totenkopf. Da hätten wir zum einen den Aufstieg des Erzunterwäldlers, das Erwachen des Erzunterwäldlers, den Schrei des Erzunterwäldlers und die Manifestation des Erzunterwäldlers. Bevor wir damit beginnen, noch ein kurzes Wort zum Set selbst. Das Set selbst war relativ enttäuschend, muss ich persönlich sagen. Es gab einige wenige gute Prints, ein paar schöne Reprints aus Maximum Crisis, und also die ursprünglich in Maximum Crisis erschienen sind. Zünderhitze war, glaube ich, dabei in Secret Rare, das war ganz cool. Dann gab es, glaube ich, noch diesen Link Encoder oder wie er hieß, irgendwie so. Das war eine Karte, die kam dort neu raus, die fand ich auch echt cool. War auch relativ teuer, war ganz gut spielbar. Bei 7, 8 Euro lag die, wo sie momentan ist, weiß ich gerade gar nicht, aber die hat optisch auch was hergemacht. Und dann kamen eben diese vier Karten hier noch raus, diese Anlehnungen an den herbeigerufenen Totenkopf. Das sind Karten, die passen aber irgendwie vom Vibe her gar nicht zum Rest der Karten, die dort rausgekommen sind, weil die einfach ein ganz anderes Gefühl, sag ich mal, Artwork-technisch transportieren als alles andere, das in diesem Set erschienen ist. Die hier retten das Set meiner Meinung nach, und ich muss sagen, das ist auch der einzige Grund, warum ich mich damals überhaupt großartig mit dem Set beschäftigt habe. Natürlich habe ich mir auch die Karten dazu alle rangeholt und so weiter, aber halt eher, weil ich es muss. Großartig begeistert war ich halt nicht, weil hier gab es auch wieder unfassbar viele Reprints und so weiter. Und naja, das hätte jetzt halt nicht unbedingt sein müssen. Und auch die Printqualität der Super Rares, naja, ist mit billig noch recht wohlwollend umschrieben gewesen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir kümmern uns heute um dieses super tolle Quartett, das in Fists of the Gadget rausgekommen ist. Und wir fangen an mit Aufstieg des Erzunterwäldlers. Ja, da die Frage, ob und wenn ja, warum diese Karten in Zukunft in Sammlungen relevant sein werden und sich ein Investment lohnt oder auch nicht, relativ schnell beantwortet sein wird und wir deshalb eigentlich noch ein bisschen Zeit zu füllen haben, wenn das nicht ein Shorts-Video werden soll, möchte ich mir zuerst noch ein bisschen die Artworks der einzelnen Karten angucken und ich ranke sie auch nochmal, was die Optik angeht. Wir fangen an mit dem Aufstieg des Erzunterwäldlers und hier kommen wir auch schon zu meiner zweiten Lieblingskarte dieses Quartetts. Wir haben hier ein Xyz-Monster, das heißt ein schwarzes Layout, und das in Kombination mit diesen typischen herbeigerufenen Totenkopf Farben oder Färbungen, diesem Violett und dem, naja, diesem Skelettgrau, Beige, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und das Ganze nochmal in Kombination mit diesen Grüntönen, die wir hier sehen, das ergibt einfach ein Gesamtbild, das allein schon von der Farbgebung her unglaublich catchy ist und unglaublich ins Auge geht. Dazu kommt natürlich noch das Design des Monsters selbst. Aber gut, da ist natürlich vollkommen klar, es ist eine Karte, die ist an ein Retro-Monster angelehnt. Da bedarf es jetzt nicht allzu großer Fantasie, um da was Großes draus zu zaubern, sage ich mal. Deswegen liegt mein Augenmerk hier auch sehr, sehr stark auf der Farbgebung. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut die Karte und ist, wie bereits gesagt, so mein persönlicher Top 2 dieses Quartetts. Machen wir weiter mit dem Schrei des Erzunterwäldlers. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Eine Synchro-Monster-Karte. Und auch hier haben wir wieder diese giftgrünen Nuancen, die ja auch zur 5Ds-Zeit sehr in Mode waren. Diese ganzen Psi-Hüllen, Omega und hast du nicht gesehen, die waren alle so aufgebaut. Das waren alles relativ futuristische Artworks, die so ein bisschen mit grüner Energie, grünen Blitzen und so weiter im Artwork aufgemacht waren. Und so ein bisschen erinnert mich das daran, auch wenn es natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist tatsächlich die Karte, die mir am wenigsten gut gefällt von diesem Quartett. Viele werden jetzt sagen, was, warum ist das so schön designt? Und ja, das ist sie. Die Karte sieht halt einfach wahnsinnig gut aus, aber man muss sich halt entscheiden, wenn man hier vier Karten hat, welche gefällt einem jetzt am besten und welche nicht. Und das ist eben die Karte, die mich jetzt hier am wenigsten catcht. Trotzdem ein wunderschönes Artwork. Auch diese monströsen Flügel hier im Hintergrund, die man übrigens so auf den ersten Blick gar nicht wirklich wahrnimmt. Also mir ging es zumindest so. Ich habe das am Anfang einfach für Hintergrund gehalten, aber nein, das gehört tatsächlich zum Monster.
Ist auf jeden Fall echt eine krasse Sache und ihn, genauso wie die anderen drei Monsterkarten aus Fist of the Gadget aus diesem Quartett, würde ich gerne mal in irgendeinem Anime sehen. Das wäre echt cool. Vielleicht kam es auch schon in irgendeinem Anime vor und ich weiß es nur nicht, weil ich die Animes nicht mehr verfolge seit Rush Duel. Naja, wie auch immer, coole Karte auf jeden Fall, hier mein Platz 4 des Quartetts. Platz 2 ist die Manifestation des Erzunterwäldlers und das ist eine Fusionsmonsterkarte, die seinesgleichen sucht, sage ich mal. Das Artwork ist natürlich wie auch die anderen sehr, sehr detailreich gezeichnet, sehr, sehr aufwendig gemacht, gleichzeitig aber nicht überladen und nicht overdesigned. Man erkennt immer noch ganz klar, das Monster kann es vom Hintergrund abgrenzen. Das Gehirn, sage ich mal, wird nicht allzu sehr überlastet und auch das Farbspiel passt hier wieder wunderbar und harmoniert auch unfassbar gut mit dem Kartenlayout, mit dem violetten Kartenlayout. Wahnsinnig coole Karte, hier definitiv mein Platz 2. Ja, Leute, die mich kennen, werden es schon geahnt haben. Das Erwachen des Erzunterwäldlers ist natürlich mein Liebling aus diesem Quartett, denn zum einen liebe ich Ritualmonster und dann ist das Artwork natürlich komplett badass. Also dagegen wirken die herbeigerufenen Totenkopf-Abklatschkarten dieses Quartetts wie, keine Ahnung, Ministranten aus dem Kastratenchor. Wirklich, das Artwork ist so badass. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich halte es mal hier ein bisschen näher hin. Das sieht einfach so unfassbar krass aus. Das sieht so fetzig aus. Auch die Farbgebung. Hier sind sehr, sehr viele Blautöne im Artwork drin. Normalerweise kritisiere ich sowas gerne, wenn das Layout der Karte farblich zu sehr mit dem Bild selbst übereinstimmt. Das wird dann manchmal langweilig. Hier passt das aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und hier dementsprechend das Erwachen des Erzunterwäldlers, mein absoluter Platz 1. So, meine Freunde, jetzt stellen wir uns aber mal der alles entscheidenden Frage, die eigentlich auch Initiator dieses Videos war. Und zwar, sind diese vier hübschen, an den herbeigerufenen Totenkopf angelehnten Karten wirklich momentan sammlungsrelevant? Oder falls nicht, werden sie es denn in Zukunft sein? Sollte man sich damit eindecken? Sollte man die Finger davon lassen? Wie sieht das Ganze eigentlich aus? Ich möchte es erstmal kurz und knapp machen und sagen, ja, diese Karten werden früher oder später äußerst sammlungsrelevant werden. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie das allerdings nicht und das ist etwas Gutes für all jene, die etwas gerne spekulieren, so wie mich zum Beispiel. Ja, warum denke ich denn, dass diese Karten jetzt zukünftig äußerst sammlungsrelevant sein werden? Es gibt natürlich zwei ganz offensichtliche Gründe, die dafür sprechen. Zum einen, es sind Fan-Favorite-based Karten. Das heißt, es sind Karten, die einfach an eine Karte angelehnt sind, die jeder kennt, die jeder Fan der ersten Stunde liebt. Und das hat einfach einen wahnsinnigen Impact und sagt sehr, sehr viel oder entscheidet auch sehr, sehr stark darüber, ob eine Karte früher oder später relevant sein wird oder nicht. Sehr, sehr viele Retro-Fans sind einfach nicht offen für neue Dinge sozusagen und klammern sich, selbst wenn sie etwas Neues kaufen, immer an alte Vorbilder. Und das bedeutet, dass speziell diese Karten eben bei speziell dieser Gruppe an Sammlern, die auch relativ groß ist, tatsächlich Anklang finden werden. So, das ist schon mal der erste Punkt, eben der Nostalgiefaktor, den diese Karten versprühen, auch wenn hier die zwei Peng Peng absolut nichts mit Oldschool zu tun haben. Damals gab es ja weder Synchro noch Xyz, das ist so ein kleiner Minuspunkt, dazu komme ich aber gleich noch. Der zweite Punkt ist natürlich wieder das Faszinovum, sag ich mal, im Quartett zu sammeln oder im Set zu sammeln. Sagen wir es mal so, wir haben zum Beispiel bei den Götterkarten, man will alle drei haben, es ist ein Set. Bei den ersten drei Finsterlords aus der Legendary Collection 1, aus der 2er war es, sorry, ist ein Set, will man haben. Ne? So in die Richtung ist das gedacht. Und hier ist es genauso. Wir haben hier vier Karten, die zusammengehören, die zusammen ein Set ergeben. Das heißt, möchte man die eine, möchte man in der Regel auch die andere. Hier bestätigen Ausnahmen, aber natürlich auch mal wieder die Regel. Ja, das ist der zweite Grund, der dafür spricht, warum diese Karte früher oder später sammlungsrelevant werden wird oder der auch nochmal das erste Argument so ein bisschen bekräftigt. Es gibt noch andere Dinge, die dafür sprechen, zum Beispiel die Tatsache, dass diese Teile hier zwar von den meisten wirklich als cool empfunden werden, ich kenne kaum einen, der sagt, boah, die sind ja scheiße. Die meisten finden die wahnsinnig cool, aber, das ist die Krux dahinter, es ist halt momentan Bulk. Also die Karten kosten momentan, ich glaube, zwischen 10 und 30 Cent das Stück, je nachdem, welche man hier nimmt. Und
dementsprechend werden sie auch behandelt. Wenn wir einen guten Sammler haben, dann wird er sie wahrscheinlich in Penny Sleeves packen und sie bis in alle Ewigkeiten in irgendeiner Tinbox vor sich hin modern zu lassen. Kein Mensch wird sich wie ich die Mühe machen und Magnethalter für eine 30-Cent-Karte kaufen. Das macht keiner. Vielleicht haben wir sogar Leute, die die Dinger in Ordner stecken, weil sie gut aussehen. Das ist dann aber, denke ich mal, auch wirklich die Ausnahme. Die meisten allerdings werden vermutlich nicht mal Hüllen nehmen und die Dinger einfach in Tinboxen oder in irgendwelche anderen Kartonagen stopfen, wo sie dann durch das Hin- und Herrütteln beschädigt werden. Die kriegen dann Kratzer vom Aneinanderreiben und hier Silvering an den Rändern und so weiter. Und schon sind die Teile halt nicht mehr Near Mint, sondern halt exzellent. Und das wird halt natürlich, denke ich mal, auch in breiter Masse geschehen. Die Nachfrage ist momentan auch sehr niedrig nach den Dingern. Der Markt ist gesättigt. Aber ich denke mal, das wird sich auch im Laufe der nächsten Jahrzehnte ändern. Und die Nachfrage danach wird natürlich steigen, so wie bei vielem anderen auch. Und dementsprechend denke ich, dass es hier durchaus möglich ist, dass diese Karten früher oder später mal so um die 20, 30 Euro das Stück kosten können. Vielleicht sogar mehr, aber da möchte ich mich nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber ich sag mal so 10, 20, vielleicht 30 Euro bei der einen oder anderen wird schon drinnen sein. Ja, welche dieser Karten werden wohl mit die teuersten sein? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Artworks Retro-Fans ansprechen. Das bedeutet, auf Xyz und Synchro werden wohl die wenigsten Retro-Fans fliegen, auch wenn die Artworks cool sind. Das bedeutet, ich schätze mal, dass die zwei hier immer so ein Ticken günstiger sein werden als die zwei hier. Denn Ritual und Fusion sind zwei Kartentypen, die schon damals existiert haben. Speziell Ritual war ja lange von der Bildfläche verschwunden und wurde sehr vermisst, sag ich mal. Und somit denke ich tatsächlich, dass die beiden äußeren hier mit den teuersten sein werden. Da werden wir vielleicht irgendwann mal so an die 20, 30 Euro kommen. Und die zwei hier, das sind halt dann die ungeliebten Brüder, die kriegt man dann halt vielleicht zusammen für einen Zehner noch dazu oder so. Vielleicht auch zusammen für einen 20, also jeweils einen Zehner. So denke ich, ist das Ganze aufgebaut. Das Ganze ist allerdings noch von einem Faktor abhängig, und zwar von der Reprint-Freudigkeit von Konami. Die reprinten ja sozusagen alles, was nicht bis 3 auf dem Baum ist. Wir müssen also beten, dass diese Karten niemals gut spielbar sein werden. Ich kenne mich da nicht aus. Viele werden jetzt sagen, der träumt davon, dass die jemals theoretisch gut spielbar sein werden. Die sind doch so scheiße. Aber ich weiß es nicht. Also das wäre halt der Super-GAU. Wenn die nämlich spielbar werden und wirklich teuer werden, deswegen, dann wird Konami da Reprints veranlassen. Wenn wir Pech haben, sogar noch Reprints in Secret Rare. Und das wird natürlich wieder den Markt übersättigen. Und dann haben wir wieder eine geringere Nachfrage nach denen aus dem Originalset. Und somit verringert sich die Chance, dass die irgendwann mal was wert sein werden. Solange die allerdings nicht großartig gereprintet werden, und das würden sie meines Wissens nach auch noch nicht, und das auch so bleibt, werden diese Karten vermutlich in ihrem Wert steigen. An und für sich, wie gesagt, finde ich die Karten wahnsinnig toll designt. Ich habe hier einfach nur einen Kritikpunkt, und zwar, es ist halt wieder, man kaut halt wieder was Altes hoch, auf dem man dann etwas Neues oder aus dem man dann etwas Neues macht, wenn man so möchte. Das sehen auch viele anders, das sind ja sehr viele geteilter Meinung. Manche mögen das auch, wenn man Karten an alte Karten, die man aus der Kindheit kennt, anlehnt. Ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es eigentlich nicht, so cool ich die Karten auch finde, aber ich mag es einfach nicht, wenn man etwas Altes nimmt, das in vergangen, also das wirklich schon vergangen ist, irgendwelche Karten aus LOB oder so, und aus diesen Karten dann wieder irgendwas anderes macht. Keine Ahnung, als nächstes kommt eine Link-Monster-Karte für einen herbeigerufenen Totenkopf oder so. Das finde ich einfach doof. Was ich von Konami möchte, und das machen sie stellenweise auch tatsächlich relativ gut, ich möchte das Oldschool-Feeling haben. Das heißt, ich möchte Karten haben, die auf ägyptisch designt sind, die böse aussehen. Nicht diese Pink Fluffy Unicorn, die da zurzeit auf den Markt kommt, wie Melfis und was weiß ich, die einfach aussehen, als hätten sie irgendwelche Kinder im Kindergarten gezeichnet, ja, wo sogar Pokémons böse gegen aussehen. Und ich will wieder Badass-Karten haben, und zwar durchgehend. Und wenn es eine süße Karte ist, dann halt auch wieder so Richtung Kuribo, die zwar irgendwie auch süß ist, aber doch irgendwie auch schaurig. Na, sowas möchte ich haben. Oder wenn es weibliche Krieger oder Hexer sind, dann sollen die nicht aussehen wie so ein... Okay, das kann ich auch im Video nicht sagen, sonst wird es demonetarisiert, wie so ein Cosplay-Girl, sag ich mal,
dass, keine Ahnung, irgendein Anime-Charakter spielt, sondern ich möchte, dass weibliche Krieger auch wieder aussehen wie irgendein ein mystischer Krieger aus einer wirklich ernstzunehmenden Fantasy-Welt, wie zum Beispiel das dunkle Magiermädchen, wie die Amazonischen und so weiter. Ja, das, was da zurzeit teilweise auf dem Markt ist, das ist einfach eine Zumutung, was das Design angeht. Es gibt natürlich Ausnahmen, klar, gar keine Frage. Auch wenn ich die Kunst dahinter sehr schätze, speziell diese weiblichen Kriegerinnen sind ja sehr detailreich gezeichnet und sowas, finde ich schon an sich cool, so von der Machart her, aber es ist halt einfach nicht mein Fall. Und ich würde mir mehr Sachen wünschen, wie zum Beispiel Pyramidenschildkröte und so ein Zeug, die Triamiden-Sphinxen und so, solche Sachen fände ich mega cool, wenn das mal wieder in die breitere Masse kommen würde. So Sachen, so Karten, so im Design von LOD, von sowas, ne? Das heißt, ich möchte eigentlich von Konami, dass die neue Karten erschaffen, die nicht an irgendwas Altes angelehnt sind, die aber diesen Vibe transportieren, die dieses Feeling transportieren. Das schaffen sie auch stellenweise mit so Karten wie Hund Tower oder wie die Karte heißt. Das ist wie so ein Minotaurus, nur halt mit Hund, als Hund. Ist eine Kamen, glaube ich, bloß oder so. Solche Sachen, sowas gefällt mir, wo so auch so vom Design her so ein bisschen auch wieder an die alten Zeichenstile erinnert. Nicht so wie zum Beispiel diese Elementarherrscher-Drachen oder wie sie heißen, die auch wahnsinnig cool aussehen, aber eher aussehen, als wären das einfach Artworks aus Magic und nicht aus Yu-Gi-Oh! Und wenn man da wieder so ein bisschen zurückgeht, ja, Wendschrecken, mega, das ist ein neues Thema gewesen. Es ist ein neuer Einfall gewesen und trotzdem, ich glaube, Wendschrecken Henker war es oder so, vom Zeichenstil her sieht er aus wie der schwarze Totenkopfdrache, so von der Machart her, obwohl es ein komplett anderes Monster ist. Sowas finde ich mega toll, aber das kritisiere ich halt einfach. Jetzt verplapper ich mich aber langsam, deswegen machen wir hier einen Schlussstrich. Das war es an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen. Abschließend nochmal, ja, kauft euch die, wenn ihr vorhabt, in die zu investieren, kauft euch auch direkt ein paar hundert davon. Also ich habe von jedem dieser Karten ungefähr 1000 Stück. Weil diese Karte wird früher oder später auf jeden Fall so viel gehen, dass man sagen kann, es ist ein lukratives Geschäft. Ne? Aber vergesst nicht, darum geht es eigentlich nicht hauptsächlich, darum geht es hier in dem Format für die Leute, die an Investments interessiert sind, aber vergesst bitte nicht, Yu-Gi-Oh! Ist Kunst und die sollte gewürdigt werden, auch wenn meiner Meinung nach momentan sehr, sehr vieles sehr, sehr schlecht aussieht. So, wir sehen uns aber zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.